da sind Fensterscheiben. Da muss man halt ganz genau hingucken, dass da irgendwie so ein Rand sein soll. Und das sollen dann die Fensterscheiben sein. So, und huch, da, und na komm schon. Und hier, ja, wunderbar. So, und dann hier rein und dort rein. Ja, doch, doch, sieht gut aus. Und dann sollte es perfekt reichen mit den Scheiben, ja, als ob wir es nicht geplant hätten. Und dann mache ich mal hier ein bisschen Sand hin, damit wir auch hoch können. Für die nächste Etage. Na, wie komme ich jetzt hier hoch? Nee, dann komme ich nicht hoch, muss ich noch eins höher bauen. So. Muss ich noch eins höher bauen. Klick, klack, kluck, klick, klack. Und auch noch Steinchen hier ran. So, machen wir das hier oben alles zu. Und der Boden wird dann wahrscheinlich, mache ich dann mal hier mit den Wooden Planks rein. Können wir den hier so mit füllen. Ah, komm. Ah, ich komme nicht rüber. Ah, mein Arm ist zu kurz. Ah, muss ich hier doch ein bisschen so rüber watscheln. Hier können wir dann schon mal gleich die Leiter reintun. So. Huch, da ist ein bisschen gefailt hier wieder. So. Das Ding können wir uns dann nachher holen. Und dann machen wir hier noch zu und hier auch noch alles fertig. Okay, okay. Dann mache ich mal hier so ein bisschen, ne? Hier so und dort so. Und ihr werdet hier bestimmt gleich erkennen, was es wird. Jetzt hätte ich mir die Zäune holen müssen. Aber naja, was soll's. So, hüpf. Na komm, hüpf. Na komm, hüpf. So. Super duper. Das ist jetzt wie hoch? Das haben wir jetzt hier so. Okay, dann so. Mache ich das mal so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so gut aussieht. Wenn man dann vielleicht da Halbsteine hinmacht. Ja doch, das wird. Dann mache ich das mal so. Wir können es immer noch abreißen hinterher. Ne? Abreißen, das geht immer. Auch mit TNT, wunderbar. Super Option. So, ach, hier haben wir doch Steine. Ich dachte schon, sind wieder out of Steine. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen weiter. Hier, komm ran. Und dann ist coole Musik im Hintergrund. Hey. Ich habe gerade Lust, weiterzuschalten. Nee, nee. So. Ach ja, die Musik kennen wir. Ach ja. Wunderbaro. Einen Moment, ich guck mal, wie lange ich schon aufgenommen habe. Okidoki, wir sollten ungefähr bei Folge Nummer 20 oder so jetzt sein. Ja, ich wollte das hier irgendwie noch ein bisschen so, ja, hier kommen und dann machen wir auch noch, ach, Mist, wieder verbaut. Machen wir das hier so rein und dann hier auch noch und dann haben wir hier so, ein, ja, so eine Lücke. Dann mache ich das Dach nämlich mal ein bisschen so spitz hier. Ja, das lasse ich mal da weg, dann sieht vielleicht auch ganz nett aus. Könnte man ja mal so, ne, könnte man ja mal so machen. In die Richtung könnte dazu gehen. Und dann machen wir das auch. Ja, hier machen wir das auch noch weg. Die Ecke einmal weg, bitte, du dumme Ecke. Und jetzt könnte ich hier so ein paar Halbsteinchen gebrauchen. Halbtreppchen oder wie auch immer. Ach nee, da braucht man eine... Da braucht man eine große Craft. Oh, jetzt werde ich mir wieder wehtun. Oh, ruck. Ah, Mist. Gleich ein ganzes Herzchen hier verloren. Ach, dann sammeln wir hier gleich hier wieder die Treppe ein. Weiß ich nur, wie wir da wieder hochkommen aufs Dach. Naja, wird uns schon irgendwas einfallen. Ja, dann... Ich guck mal gleich unten, wie weit unser Steinchen schon gebrutzelt ist. Hier, 20. Da nochmal ein bisschen was. Ja, hier, komm raus, du dummer Stein. Dankeschön. Und, wir werden dich mal gleich weiterverarbeiten hier. Ich crafte dich mal ein bisschen hier so zu normalen Steinchen. Ja. Und den auch noch. Dann haben wir wieder ordentlich was. Ordentlich was am Stießen hier. So. Gehen wir wieder hoch und kloppen gleich weiter. Aber ach, ich wollte ja, ne? Ihr wisst ja, was ich wollte. Ich wollte ja das hier so. Auch davon ein bisschen machen. Ach ja, so, das sollte jetzt mal reichen. Meistens macht man ja in Minecraft sich immer zu wenig. Ich auf jeden Fall das Gefühl. Oder man macht sich extrem zu viel. Also so ein Mittelmaß, das man mal genau richtig macht, macht man nicht. Kenne ich auf jeden Fall nicht von mir. So, ein paar Zäunchen bitte. So. 20, ach, da brauchen wir noch ein paar mehr. Denn ich hatte vorhin, glaube ich, in...
letzten Aufgabe 24, ja. So, und hier und da, das sollte dann auch perfekt reichen. Ist halt alles geplant, nicht wahr? Und dann eine Runde hoch. Und noch eine Runde hoch, da kommen und hier hoch, naja, fein. Jetzt müssen wir irgendwie uns durchs Dach hier wieder craften. Nehmen wir hier den Sand von hier und wenn ich ihn mal hochbauen. So, hüpf und hopf und flopf. Und dann hier, ne, mache ich mal hier so. Und da so. Und hey, ah, Fraps, hör auf so zu laggen. So, wollte ich das. Genau. So und nicht anders. Kann ich ihn jetzt... So mache ich das mal. Okay. Okay. Doch, sieht gut aus. Das nehme ich. Und dann machen wir nach außen, könnte man auch noch hier so eine Runde rumlegen. So halt quasi. Ich weiß nicht, ob das scheiße aussieht aber, oder nicht. Hat dann eher sowas Asiatisches, hä? Puh. Also, da kann ich noch nicht... Ich lasse es erstmal weg, man kann es dann noch dazu machen. Oder ihr schreibt es einfach mal in die Comments rein, ne? Da, ob ihr das so mögt oder nicht. Jetzt, wie komme ich hier wieder runter? Muss hier irgendwo runterspringen. Ins Wasser? Nicht tief genug. Das hätte ich mir mal früher überlegen sollen. Hier runter ist vielleicht auch am ungefährlichsten. Ich baue mich hier mal irgendwie so durch. Klick, 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 klick. Ah, Mist. So, und dann setze ich das hier wieder rein. Und werde jetzt hier mit den Zäunchen, die wir gerade gecraftet haben, geworkbencht und gecraftet. Ja. Dann werde ich mal hier so, ne? Das alles wunderschön verzieren. Hier den Sand aus der Mitte auch erstmal rauskloppen. Wer will ich denn schon Sand haben? Weg damit. Sieht aus wie so ein Kaminabzug schon fast. Ja, da kann man dann so Fackeln reinmachen. Habe ich Fackeln bei, ja. Und ich bin der Fackelmann. Ich habe immer Fackeln. So und da. Ja, müsste eigentlich noch zwei mehr, aber habe ich ja jetzt nicht bei. So, und da Zäune. Und hier auch Zäune, bitte. Und dort auch bitte Zäune. Und hier auch bitte Zäune. So, und jetzt habe ich Zäune reingebaut. Ich überlege, ob man das vielleicht hier alles noch ein halbes höher baut. Kann man eigentlich einen Zäune auf ein Halbtreppchen rauf tun? Ne, sieht scheiße aus. Das geht also nicht. Okay, Was könnte man denn dann machen? Wir könnten die Holzetage einen tiefer setzen. Jetzt haben wir das Dach schon gebaut. Wenn man die hier... Ne, es würde aber auch nicht gut aussehen. Nee, das geht da überhaupt auch gar nicht. Wenn ich jetzt hier mit den Steinen auskleiden möchte, das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus mit dem Holz. Ach, hier müssen wir noch. Ach, reicht doch perfekt. Sei doch 24 hier, ne? Perfekto. So. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wie das Ganze von außen aussieht. Die haben dies hier in der Mitte noch so ein Feuer irgendwie. Dass das hier so brennt. Und dann können wir hier das Holz eh knicken. Ja, müsste man nochmal überlegen. Ja, da müssen wir wirklich nochmal überlegen, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall gefällt es mir so, wie es jetzt ist, erstmal schon mal sehr. Das kann sich sehen lassen. Wir können noch ein paar mehr Fackeln gebrauchen. Wir haben ja noch irgendwo unten Kohle. Das mache ich jetzt einfach nochmal schnell. Noch ein bisschen Fackeln reinklatschen. Oh, hier ist noch eine kleine Lücke. Fällt mir gerade so auf. Ach, hier dieser Bug. Hey, Jemine, warum auch immer das jetzt so da ist, dann müssen wir jetzt halt hier ertragen für die Aufnahme. So, hoffentlich stürzt mir deshalb Minecraft nicht einfach ab und gibt den Geist auf. Und ich guck nochmal ganz kurz. Ich habe jetzt ja, schon ein bisschen aufgenommen. Kohle rein, Fackeln bauen. Da kann man eigentlich immer eine Menge von gebrauchen. Tue ich das mal wieder zurück. Sollte die Truhen ja eigentlich auch mal vereinen. Naja. Egal erstmal. Wird es schon wieder dunkel? Oh, es wird schon wieder Nacht. Da müssen wir auch ein bisschen beeilen hier. Ich komm schnell hoch hier. Hüpf. Und hier können wir auch nochmal ein paar Fackeln rein tun. Um die Bude zu erhellen. Den kann man keinen rein machen. Und hier machen wir dann hier noch so rein. Und hier auch noch. Und da kann man keinen ran machen.
Und ich würde mal gerne wissen, wie der Turm jetzt hier in der Nacht aussieht. Ja, da gehe ich nochmal ganz kurz runter und werde mich den ganzen bösen Monstern stellen. Hey! Hallo Schaf! Willst du rein? Du darfst nicht rein. Sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Die bösen Monster. Die Musik kündigt sie an. Ja, und der Sonnenuntergang und das Haus. Ach, das sieht doch schön aus. Ja, fein, ja, geil. Dann müssen wir das irgendwie alles noch ausbauen. Das Haus wirkt jetzt relativ kläglich neben dem Turm. Die Monster kommen. Wir werden uns holen. Darum schnell ins Bett. Piss dir nicht in die Hose. Egal, wie viel draußen sind. In deinem Creeper-Bettchen bist du sicher. Denn es hat eine Creeper-Decke. Und Creeper werden denken: Ach, je, das ist ja ein Freund. Ah! Zombies! Ah! Gut, dass ich mit dem Schwert geschlagen habe. Ja, Zombies wären natürlich nicht.